Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Beim letzten Mal haben wir uns weiter durch die Ashina-Burg geschlagen, haben ein weiteres Prothesenmodul gefunden, nämlich das Sabimado, und haben hier oben Jin's Gesazze, eine Ashina-Elite, besiegt und hoffen mal, dass wir jetzt vielleicht bald mal weit genug oben sind. Das Item hier hatte ich schon mitgenommen, genau. Dass wir endlich mal Kudo retten können. Das war ja einst unsere... Wer hat da gepfiffen? Obwohl, diese Pfeife kenne ich doch. Das ist doch das Schilfrohr, das auch der Wolf benutzt hat. Oh, guckt mal da drüben. Wie geht es meinem Großvater? Ishin-sama ist... Es ist ein Wunder, dass er noch lebt. Ein Wunder. Ist es das? Göttlicher Erbe, ich frage euch erneut. Lasst mich den unsterblichen Eid leisten. Das kann ich nicht, Genichiro-sama. Euer Sieg damals bedeutet nichts. Er wird sein Leben riskieren, um mich zu retten. Denn er ist mein Shinobi. Kurosama, ich bin euretwegen hier. Ich... brauche nur einen Moment. Verstehe. Solange du am Leben bist, kann das Drachenblut nicht mein sein. Na dann, jetzt Rückkampf mit Genichiro. Shinobi, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch einmal lieben. Okay, dann gucken wir mal. Das letzte Mal hat er mich ja ganz gut fertig gemacht. Mal sehen, wie das diesmal laufen wird. So, diesmal bin ich ein bisschen stärker geworden. Man hat auch in der Cutscene gesehen, dass der Wolf jetzt sein Schwert deutlich schneller und einfacher gezogen hat als noch beim letzten Kampf. Boah, bis den letzten habe ich nicht gekriegt. Aber diesmal benutzt er tatsächlich auch seinen Bogen. Aber gut, das kriegen wir hier schon hin. Komm her. Ah, der letzte ist ein bisschen schwierig. Der ist ein bisschen verzögert, merke ich gerade. Zack. Jawohl, Genichiro. So sieht das nämlich aus hier. Okay, da habe ich nicht mehr richtig gesehen, was eigentlich passiert, aber ich krieg's hin. Komm schon. Ah, Mist, den letzten kriege ich einfach nicht richtig hin. Aber wir haben ihn gleich besiegt, zumindest seinen ersten. Und tschüss, das war Nummer 1. So, kommt noch Stufe 2. Ich bin noch nicht fertig. Ja, ja, ich weiß. Shinobi des göttlichen Erben. Sehr gut, damit habe ich ihn wieder perfekt gekriegt. Ah, Mist, er erholt seine Haltung echt schnell. Was war das für ein Angriff? Boah, verdammt. Ganz ruhig, Kollege. Erstmal ein Trinken. Boah, Alter. Der mit seinem fucking Bogen. Zack. Und, oh, diesmal ist es ein Swipe-Angriff. Das habe ich gesehen, mein Freund. So einfach kannst du mich nicht fertig machen. Der benutzt da jetzt einfach einen anderen Angriff. Nicht mehr den Stich danach. Okay. Das kriege ich aber hin. Dann springe ich dir nämlich einfach auf den Kopf. Und zack. Jawohl, ja. So muss das laufen. Oh, Mist. Alter. Da hat er mir tatsächlich meine Haltung durchbrochen. Mist, den letzten kriege ich einfach nicht hin. Das Timing habe ich einfach nicht raus. Da kommt wieder der Swipe. Zwei. Eins, zwei. Oh, shit, noch eins. Oh, nein. Boah, da hat er mich erwischt. Verdammt. Schnell wiederbeleben, der Typ. Die Macht des Drachen regeneriert seinen verdammten... seine verdammte Haltung schnell. Ja, ja. Versuch mich mal so häufig zu töten, wie du kannst. Ich komme einfach wieder. Zack. Jetzt hat er seine ganze Haltung wieder gewonnen.
Das gefällt mir gar nicht. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Und zack. Sehr gut. Aber es sieht doch gut aus. Wow. Da ist er schneller hochgesprungen, als ich das erwarten konnte. Zack. Und wieder den. Jetzt haben wir dich gleich, Junge. Und zack. Jawohl, ja. Das war's, Genichiro. Beeindruckend, Shinobi des göttlichen Erben. Du hast mehr verdient. Würdest du einem anderen Herrn folgen? Heresie. Heresie, sagst du? Um Ashina zu erhalten, würde ich jede... Form heretischer Macht in meine Gewalt bringen. Dafür ertrage ich alles. Nimm dich in Acht vor dem Blitz von Tomoe. Oha, er hat noch eine Form. Verdammt, noch eins. Aber gut, dann mache ich dich jetzt fertig. Er hat jetzt seine Rüstung ausgezogen, weil er jetzt nämlich Blitze benutzt. Aber wir haben ja gelernt, wir können die umschalten oder zurückschicken. Das haben wir ja auf der Tafel unten bei Jinskes Sase gelernt. Und 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Mist. Den einen habe ich dann nicht mehr hingekriegt, aber das war's gleich. Und zack. Tschüss. Ah, das war ja kein Swipe-Angriff. Den hätte ich einfach blocken können, hä? Aber das ist ein Swipe-Angriff. Oder auch nicht. Und nimm das. Jawohl. Und das war's mit dir, Genichiro. Jetzt aber wirklich. Und tschüss. Maschine. So, diesmal haben wir ihn aber wirklich besiegt. Auch mit seiner Blitzfähigkeit. Und wir bekommen dafür eine Erinnerung. Der Wolf schwor Rache an Genichiro Ashina, wie es die eisernen Regeln verlangen. Und wir bekommen einen Blutrauch-Ninjutsu. Eine Ninjutsu-Technik, die das spritzende Blut des Opfers in Rauch verwandelt. Verbraucht Geistembleme. Wird nach einem Hinterrücks-Todesschlag ausgeführt. Also wenn man quasi von hinten anschleicht. Es funktioniert aber nicht bei Sprungattentaten tatsächlich. Der Rauchvorhang bietet eine Möglichkeit, das Überraschungsmoment zurückzuerlangen. Der Kampf auf Leben und Tod macht einen Shinobi aus, da der Tod eine Kraftquelle darstellt. Wir haben es geschafft. Kudo ist gerettet. Du warst siegreich, wie ich sehe. Was macht ihr? Ich will dir nichts tun. Shinobi des göttlichen Genichiro-sama, ist das das ewige Wasser? Ashina. Dieses Land bedeutet mir alles. Und für Ashina gebe ich meine Menschlichkeit auf. Wiederbelebung. Ja. Lebt wohl. Gut, damit ist er scheinbar immer noch nicht tot. Ja, Genichiro hat vom Wasser getrunken. Von diesem Wasser hatten wir ja in der letzten Folge schon mal gehört. Da war ja eine Erinnerung mit Emma und Kudo unten. Ich frage mich, wo ist diese Tür denn eigentlich hier rausgefallen? Ist wahrscheinlich hier irgendwo von der Seite. Ja, da ist auch so eine Tür.
Ja, davon hatten wir in der letzten Folge mal gehört. Wir hatten eine Erinnerung gesehen. Das göttliche Wasser ist im Prinzip ja auch eine Form der Unsterblichkeit. Wer davon trinkt, wird ebenfalls unsterblich. Und wir haben ja beim letzten Mal auch schon gehört, dass es irgendwie mit dem Drachenblut, mit dem Erbe des Drachenbluts auch verknüpft ist. Also, dass das Erbe des Drachenbluts, welches uns ja unsere Unsterblichkeit gibt, und das göttliche Wasser miteinander verknüpft sind. Jetzt ist natürlich die Frage, warum will Genichiro doch das Erbe des Drachenbluts, wenn er schon das göttliche Wasser besitzt, mit welchem er sich ja auch unsterblich machen kann und damit ja im Umkehrschluss auch seine Armee? Ich sag mal so, das finden wir vielleicht noch raus. Ich will nur kurz darauf hinweisen, dass nach seiner Wiederbelebung Genichiro ein paar gewisse rote Augen hatte. Und wir hatten ja schon mal ein bisschen was von roten Augen gehört, aber darum kümmern wir uns dann, wenn es soweit ist. So, hier gibt's erstmal, wir können erstmal ganz kurz gucken, die Erinnerung verwenden von Genichiro. Dafür kriegen wir nämlich noch ein bisschen was über Genichiro. Genichiro Ashina wurde als Bürgerlicher geboren. Nach dem Tod seiner Mutter nahmen die Ashina ihn auf, ach, er ist adoptiert. Da sein Land kurz vor der Zerstörung stand, wandte er sich heretischen Techniken zu und meisterte den Blitz von Tomoe. Vielleicht ist Häresie der Schlüssel zur Rettung. Naja gut. Dann will ich mal ganz kurz schauen, kann ich noch irgendwelche interessanten Fähigkeiten... Ich will ja erstmal in dem Ashina-Stil weiter. Ich glaube, ich brauche... Nee. Na doch, ich glaube, was ist das? Hauch der Natur, Licht? Haltung wieder her. Was wäre das? Fließendes Wasser. Reduziert den Schaden für die Haltung, wenn ein Feind mit dem Schwert angreift. Wäre natürlich gegen Genichiro jetzt echt gut gewesen, wenn ich das gehabt hätte. Obwohl der ja auch mit dem Bogen angegriffen hat. Und das Ichimonji-Doppel. Das wäre auch, das ist eine bessere Variante des Ichimonji, wo man das quasi gleich direkt zweimal hintereinander einsetzt. Diese Blitzumkehr, die ich gerade gezeigt habe, wir haben das ja, wie gesagt, auf der Tafel unten gelesen, die macht man so, indem man quasi hochspringt, wenn der Blitz kommt. Man darf nicht auf dem Boden stehen, sonst wird man geschockt. Man springt und bevor man wieder auf dem Boden landet, muss man den Blitz zurückschicken. Es gibt tatsächlich, ich hatte überlegt, ob ich das mache, aber im Eifer des Gefechts habe ich nicht hingekriegt. Ihr habt vielleicht gesehen, dass man dadurch ein bisschen Lebensenergie abgezogen bekommt, selbst wenn man den Blitz in der Luft abfängt, was durchaus logisch ist. Es gibt eine Möglichkeit, das Ganze ohne Schaden abzukriegen. Wenn man in genau dem Moment, wo Genichiro einen mit seiner Blitzklinge treffen würde, den Nebelraben benutzt, dann kriegt man auch die Blitzklinge oder den Blitz auf seine Klinge und solange man keine Richtungstaste gedrückt hält, springt man auch nach oben und kann den Blitz zurückschicken. Das ist also eine Möglichkeit, den Blitz zurückschicken, ohne Schaden zu nehmen. Aber da der Schaden so minimal ist, ist es jetzt auch nicht zwingend nötig. Aber das nur als kleiner Hinweis. So, aber jetzt Emma. Was machst du denn hier? Nun konnte ich endlich die Befehle meines Meisters erfüllen. Ich danke euch. Wem genau dient ihr? Ishin Ashina. Ich arbeite als Ärztin für Ishin-sama. Warum solltet ihr mir helfen? Ishin-sama hat kein Interesse daran, die Macht des Drachenerbes zu nutzen. Darum wollte er... Er wollte Kuro-sama zur Flucht verhelfen. Korrekt. Die Nachricht im Brunnen. War sie von euch? Ebenfalls korrekt. Meine Pflichten sind erfüllt, aber es gibt da jemanden, den ihr sicher gerne sehen wollt. Kuro-sama wartet unten auf euch. Oh, da haben wir ihn tatsächlich gerettet. Es gibt da jemanden, den ihr sicher gerne sehen wollt. Kuro-sama wartet unten auf euch. Da unten gibt's auch nochmal einen... Ja, keine Ahnung, das ist wieder so. Da gibt's wieder noch eine Buddha-Statue und noch eine Buddha-Statue. Das ist wieder so ein bisschen übertrieben. Wir aktivieren sie erstmal ganz kurz, damit wir sie haben. Und dann reden wir natürlich mit Kudo. Ich meine, ob ich jetzt die da oben aktiviere oder die, ist eigentlich auch egal. So, da haben wir es endlich geschafft. War eine lange Reise. Ich bin euretwegen hier. Sommer. Ja, und das ist gut so. Gehen wir. Wir müssen fort aus Ashina. Wolf, mein Blut, das Drachenblut, bewirkt, dass man unsterblich wird. Das gilt nun auch für dich. Ja, Kuro-sama. Ich wollte dich retten. Ich würde beim nächsten Mal wieder genauso entscheiden. Aber Unsterblichkeit sorgt für Stillstand. Der unsterbliche Eid. Das ewige Wasser. Die Drachenfäule. Sie verderben die Menschen. So weit, dass sie nicht mehr menschlich sind. Ich möchte die Ketten des Stillstands durchbrechen, die durch das unsterbliche Drachenerbe erzeugt werden. Wolf, wirst du mir dabei helfen? Ja, also jetzt wissen wir auch, wie gesagt, wir haben es ja schon gelernt, dadurch, dass wir wieder auferstehen, führt das ja zum Stillstand des Blutes und dadurch im Prinzip werden die anderen mit der Drachenfäule befallen und Kuro möchte das im Prinzip jetzt
zunichte machen möchte. Wie gesagt, verhindern, dass die anderen Menschen von der Drachenfäule weiter befallen werden und quasi das Erbe des Drachenbluts, naja, ich sag mal so, vernichten. Was das Ganze noch mit dem ewigen, nicht göttlichen, sondern ewigen Wasser zu tun hat, werden wir, wie gesagt, vielleicht noch erfahren. Ich meine, natürlich würden wir gerne Kurdo helfen, ne? Vater, ich darf die eisernen Regeln nicht brechen. Ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, ich finde es eine ganz interessante, klar kann man jetzt fragen, warum kriegt man hier die Möglichkeit, das Ganze auszuwählen, wenn man es überhaupt nicht auswählen darf. Es hat natürlich einen Hintergrund, warum man das macht. Wobei ich aber auch nicht ganz verstehe, was hier eigentlich oder warum wir dabei die eisernen Regeln brechen würden. Weil die eisernen Regeln sind ja einfach das quasi das Wort des Vaters Absolutes. Das ist ja die erste Regel. Und die zweite, dass man seinen Herrn, dass das Wort des Herrn bestimmend ist oder so. Ich glaube, so rum war es, ne? Das Wort des Vaters ist absolut und das Wort des Herrn bestimmend. Ihm also zu helfen, würde ja eigentlich nicht gegen die eisernen Regeln verstoßen. Da bin ich ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, warum das ein Verstoß gegen die eisernen Regeln wäre, wenn wir Kurdo helfen. Wobei man natürlich auch die Frage stellen kann, wenn wir das Erbe des Drachenbluts vernichten, vielleicht ist das ja auch schon so ein bisschen, ist das ja quasi etwas, was Kurdo schaden könnte, wenn wir das tun, weswegen wir uns dem eigentlich nicht annehmen können. Deswegen, ja, bleibt uns wahrscheinlich erstmal nur übrig, den eisernen Regeln zu folgen. Wobei man auch sagen muss, wir werden da gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich kann es nicht tun, um euch, den göttlichen Erben, zu schützen. Dies war die Pflicht, die mein Vater mir auferlegte. Wie oft bist du schon meinetwegen gestorben und ins Leben zurückgekehrt? Zweimal? Dreimal? Ja, ja. Oder vielleicht so oft, dass man es nicht zählen kann? Wenn es darum geht, meinen Meister zu schützen, ist die Anzahl egal. Ich möchte nicht, dass du an den ewigen Untod gebunden bist. Wolf, hilf mir dabei, die Fesseln der Unsterblichkeit zu durchtrennen. Wie ihr wünscht. Danke, treuer Wolf. Gut. Ja, ich glaube, es geht darum, dass wir halt als Unsterblicher, erstens mal, wenn er seine Unsterblichkeit verliert, ist das natürlich eine Gefahr für ihn. Und wenn wir unsere Unsterblichkeit verlieren, können wir ihn nicht mehr so effektiv beschützen. Wahrscheinlich ist das die Logik dahinter. Wenn wir die Fesseln der Unsterblichkeit durchtrennen wollen, dann weiß ich, wo wir anfangen. Wolf, sieh dir das an. Aufhebung der Unsterblichkeit. Ein Buch von Kurdo über die Kunst der Aufhebung des Drachenerbes. Es sieht alt aus, der Einband ist gerissen und es fehlen Seiten. Hierin ist das Ritual zur Aufhebung der Unsterblichkeit beschrieben. Finde das Heiligtum jenseits des Palasts der Urquelle und trinke die Tränen des heiligen Drachen vom Reich der Götter. Na, wenn's weiter nichts ist. Eine alte Aufzeichnung aus der Ashinaburg. Heilige Drachentränen aus dem Reich der Götter. Ja. Ich glaube, dass wir mit den Drachentränen das Drachenerbe aufheben können. Aber das Reich der Götter, wie? Ich weiß es. Wolf, das Räuchergefäß da drüben, das hat mal einer wichtigen Person gehört. Sieh es dir an. Gut, gucke ich mal sonst noch was. Wolf, das Räuchergefäß da drüben, das hat mal einer wichtigen Person. Okay, alles klar, ich guck's mir mal an. Dieses Räuchergefäß also. Kann man da irgendwas erkennen? Gibt es da etwas Besonderes zu finden? Man sagt, dass vor langer Zeit ein anderer göttlicher Erbe hier in der Ashinaburg lebte. Sein Name war Takeru Sama. Das Räuchergefäß gehörte ihm. Wo ist er jetzt? Er ist angeblich schon seit langem tot. Gehüllt in den Duft der Urquelle, kehre ich ins Reich der Götter zurück. Diese Worte soll er hinterlassen haben. Ihr sagt, dass der Duft der Urquelle den Weg zum Reich der Götter öffnet? Das glaube ich. Wolf, finden wir gemeinsam die Wahrheit heraus. Okay, also es gab schon mal einen göttlichen Erben, der gestorben ist. Mhm, interessant. Na gut, okay, aber was müssen wir dafür tun? Und was den Beginn unserer Suche anbelangt, ich bin sicher, dass sich einige von Takeru Samas Büchern noch im Schloss befinden. Bücher, die ihm helfen sollten, das Reich der Götter zu finden. Ich werde sie suchen. Neben der Suche nach dem Weg ins Reich der Götter, könnten wir auch herausfinden, wie wir die unsterblichen Fesseln durchtrennen. Ein guter Vorschlag. Rede mit Ishin Sama. Wenn irgendwer die Antwort kennt, dann er. Wolf, komm mit. Das ist so eine sehr seltsame Szene. Ich habe keine Ahnung, was die soll. Pass auf. Wir gehen quasi 5 Meter irgendwie nach rechts und bleiben jetzt wieder stehen. Ich glaube, er will halt einem das Fenster zeigen da. Ich glaube, darum geht's halt. Es wirkt aber trotzdem seltsam.
Ishin Sama ist nicht in der Burgzitadelle. Er erholt sich in einem dieser Wachtürme. Doch der Weg zu seinem Wachturm ist versperrt. Er ist nicht bei bester Gesundheit. Wie komme ich hinein? Ein Weg auf dem Dach führt dorthin. Er wird jedoch von den Nachtschwalben-Ninja bewacht. Der Weg ist für Shinobi gedacht. Aber das sollte ja kein Problem für dich sein. Nicht doch. Ich habe gehört, die Nachtschwalben nutzen Rauchsignale zur Orientierung. So ist es. Wenn du den Rauchsignalen folgst, solltest du Ishin-sama erreichen können. Durch dieses Fenster gelangst du aufs Dach. Okay, dann gucken wir mal sonst noch was. Finde Ishin-sama und frage ihn, wie wir die Fesseln der Unsterblichkeit durchtrennen können. Er erholt sich in einem der Wachtürme außerhalb dieses Bergfrieds. Steig durch das offene Fenster aufs Dach und folge den Rauchsignalen der Nachtschwalben. Ich betraue dich mit dieser Aufgabe. Okay. Finde Ishin-sama. Ja, okay. Ja, das ist dann doch wieder das Gleiche. Jetzt will ich mal kurz was gucken. Kann man das jetzt schon? Ja, man kann ihn nämlich tatsächlich belauschen, interessanterweise. Ich weiß nicht, es passt eigentlich nicht so zu unserer Aufgabe, aber es ist tatsächlich ab und an mal nötig. Wann seid ihr von eurem Weg abgekommen, Genichiro-sama? Okay, wann Genichiro also von seinem Weg abgekommen ist. Naja, wie gesagt, er will ja Ashina beschützen und Ashina steht ja momentan einem großen Kampf gegenüber, das haben wir schon mitgekriegt. Und ja, er sieht wahrscheinlich in dem Drachenblut die einzige Möglichkeit, das Land zu retten. Wie gesagt, warum er nicht einfach das ewige Wasser benutzt, hier sind auch noch mehr Bögen für ihn, ne? Dazu kommen wir mal noch. Mein Herr ist nicht in dieser Burg, sondern in einem der Wachtürme. Aber Ishin-sama geht es nicht gut und der Zugang zu seinem Turm ist verboten. Ja, und Emma dient in Wirklichkeit also Ishin und wie wir ja schon, oder beziehungsweise Ishin ist ja der Großvater, also dann scheinbar der Adoptivgroßvater von Genichiro gewesen. Und, oder ist es immer noch, Genichiro lebt ja noch. Und der steht aber interessanterweise offenbar auf unserer Seite, der will offenbar nicht, dass Genichiro das Blut des Drachen oder das Drachenerbe benutzt, das Blut des Drachenerben benutzt, um seine Armeen damit zu stärken. Emma hat uns ja auch schon mal erzählt, dass es schon mal eine Epidemie der Drachenfäule gab. Eventuell kommt Ishins Entscheidung dann auch daher, dass er diese Tragödie nicht noch einmal wiederholen möchte. Aber vielleicht reden wir auch einfach mal selbst mit ihm. Mein Herr ist aber... Okay, dann gucken wir mal jetzt, ob wir den finden können. So, hier können wir nämlich einmal aus dem Fenster hinaus. Sehr schön. Ach, guck mal, das soll dieser Rauch der Nachtschwalben also sein. Okay. Da drüben ist Rauch und da ist Rauch. Ist hier sonst eine Nachtschwalbe? Nö. Ach, guck mal, ich glaube, da unten waren wir beim letzten Mal schon, ne? Das ist, glaube ich, der Typ, den wir da schon getötet haben. Wo wir dann unten das Ding benutzen mussten, die Buddha-Statue. Wie gesagt, da werden wir uns auch noch umsehen. Wir haben ja jetzt erstmal Kudo befreit. Hier finden wir erstmal noch Gatchins Konfekt. Sehr schön. Oh, guck mal, da sitzt einer. Das wird ja dann wahrscheinlich Ishin sein, hä? Kann ich den auch belauschen? Ich meine, wir wissen noch nicht, ob er auf unserer Seite steht. Ah, den kann ich nicht belauschen, alles klar. So, da wäre er also, Ishin Ashina, der große Kriegsheld. Über das Leben des göttlichen Erben. Ja? Ich möchte euch etwas fragen. Doch zuvor, Sake. Was? Du hast ihn dir verdient. Hier. Sagen wir nicht mal Hallo oder sowas? Auch interessant. Unkultivierter Sake, eine Flasche voll trüben, unkultiviertem Sake, überreicht von Ishin. Sake ist zum Teilen da. Dieser trübe Sake ist einer von Ishin Ashinas Favoriten. Ich glaube, das ist der gleiche Text wie damals, als wir den unkultivierten Sake von Juzo gekriegt haben. Mein Enkel Genichiro wurde vom ewigen Wasser verzaubert. Gut, dass du dem für mich ein Ende bereitet hast. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Ich habe nur die Regeln befolgt, die mein Vater mich gelehrt hat. Ah, die eisernen Regeln der Shinobi. Ich verstehe. Du bist der Sohn des Uhus. Der Junge, den er während der Rebellion gefunden hat. Ja. Und deine Reisen führten dich hierher. Das Schicksal eines Menschen ist irgendwie seltsam. Meinst du nicht auch, Sekiro? Ihr seid... Also, was möchtest du wissen?
Oho, Sekiro, also ja, wir wissen ja, Sekiro ist der Einzige, oder der Einzige, der uns bisher Sekiro genannt hat, der uns ja den Namen gegeben hat, war dieser Tengu, den wir beim Ashina-Tor getroffen haben. Scheint also zu sein, als wären die entweder miteinander sehr, als wären die entweder miteinander verbunden. Wir haben ja beim letzten Mal auch hier eine Notiz gefunden, genau an dieser Stelle, dass der Tengu sich um die Probleme in Ashina kümmert oder sowas. Aber das könnte auch bedeuten, dass Ishin selbst einfach der Tengu ist. Mal sehen, ob wir da noch mehr rausfinden. Aber bevor wir Alkohol anbieten, erstmal, hast du eine Idee, wie man die Unsterblichkeit wieder aufheben kann? Der göttliche Erbe will die Fesseln der Unsterblichkeit durchtrennen. Ich will wissen, wie das möglich ist. Die sterbliche Klinge. Mit so einer Waffe wäre es möglich. Das ist vielleicht der Schlüssel zu dem, wonach du suchst. Die sterbliche Klinge. Mit ihr kannst du jemanden töten, der auf gewöhnlichem Weg nicht sterben kann. Jemand, der nicht sterben kann? Die Infizierten. So nennt man sie, glaube ich. Ich habe noch nie einen gesehen. Es heißt, man könne ihr Herz durchstoßen oder ihren Kopf von ihrem Körper trennen, doch sie würden nicht sterben. Wenn die Geschichten wahr sind, müssen sie furchteinflößend sein. Um ein solches Ungeheuer zu töten, bräuchtest du die sterbliche Klinge. Also so wie tatsächlich Genichiro ja auch jemand ist. Ich meine, er meinte ja auch, wir haben uns drum gekümmert. Wirklich drum gekümmert haben wir uns noch nicht. Der Typ lebt ja noch. Okay, aber wo findet man die sterbliche Klinge? Wo finde ich diese sterbliche Klinge? Wie ich hörte, soll sie im Senpo-Tempel sein. Aber es heißt, dass die sterbliche Klinge nicht gezogen werden kann. Was soll das bedeuten? Ich bin nicht sicher, aber das erzählt man sich darüber. Jetzt sind die Tore des Tempels jedoch geschlossen. Wer weiß, was diese verdorbenen Mönche da oben in den Bergen hinter verschlossenen Türen treiben. Es gibt keine vernünftigen Straßen, die dort hinaufführen. Interessant also. Ja, wie ich ja schon mal erwähnt habe, der Senpo-Tempel war ja eigentlich mal verbündet mit Ashina. Und wir haben ja damals schon irgendwelche Attentäter vom Senpo-Tempel beim Tor töten müssen für den Tengu. Ob das dann jetzt Ishin war, werden wir ja vielleicht noch rausfinden. Aber das bedeutet also auch, dass, scheinbar scheint sich der Senpo-Tempel zumindest zurückzuziehen und dieses ganze Bündnis könnte eventuell mit der Zeit zerbrechen. Gerade jetzt, wo scheinbar wieder irgendjemand versucht, das Land anzugreifen. Ja, by the way, ich habe hier ein bisschen Alkohol. Ich kann ihm seinen eigenen Sake wieder anbieten. Das konnten wir damals immer auch. Mal sehen, wie er darauf reagiert. Hier. Bietest du mir etwa den Sake an, den ich dir gegeben habe? Wunderbar. Ich nehme ihn. Ach, das tut gut. Ach, übrigens. Wie ging es Genichiro? Was meint ihr? Eure Klingen haben sich doch gekreuzt, oder nicht? Schlicht gesagt, er war stark und er wandte ungewöhnliche Techniken an. Ich verstehe. Was genau ist der Blitz von Tomoe? Das ist eine Technik von Genichiro Sensei. Sicher ein beeindruckender Anblick. Sein Sensei? Tomoe. Nur wenige können so meisterhaft mit dem Schwert umgehen wie sie. Wenn sie kämpft, ist es wie ein Tanz. Wenn man ihr in die Augen sieht, es ist ein Gefühl, als würde man in die Tiefen der See hinabgesogen. Ich war sehr von ihr angetan und es hätte mich um ein Haar das Leben gekostet. Ich habe lange gelebt, doch nie bin ich dem Tod näher gekommen. Okay, das ist also Tomoe. Tomoe war der Lehrer von Genichiro und hat ihm dann auch die Fähigkeit der Blitzabsorption, kann man es so nennen, beigebracht. Du willst gehen, Sekiro? Ja, ich habe Aufgaben. Die Unsterblichkeit zu durchtrennen wird ein großer Kampf werden. Und im Kampf werden die Pläne und Begehren der Beteiligten aufgewühlt. Wenn du zögerst, wirst du hinfortgeschwemmt. Und verliere den Kampf. Das stimmt. Merke es dir. Sekiro. Zögern heißt verlieren. Alles klar. Okay, zu dem Spruch kommen wir. What?
What the fuck? Ich glaube, das Problem ist hier unten drunter, ist dieser Raum mit diesen drei Nachtschwalben, wenn ich mich recht entsinne, ne? Genau, bei dem wir beim letzten Mal schon waren, tatsächlich. Ja, genau, das ist dieser Raum mit den drei Nachtschwalben. Keine Ahnung, warum die mich jetzt gehört haben, aus irgendeinem Grund. Okay. Ich meine, die sollten ja, na gut, die sollten ja auch für Ishins Sicherheit sorgen, ne? Haben sie jetzt keinen sonderlich guten Job getan? Guck mal, da unten sitzen auch welche. Von diesen Nachtschwalben. Jetzt würde mich gerade mal interessieren, hier ist der Ort. Ist der Ort da drüben? Ich meine, ich kann da ja mal von oben ein bisschen lang gucken. Waren wir da unten? Ach ja, guck mal, das ist hier, wo wir hochgekommen sind. Hier, wo der Wu-Guy uns dann attackiert hat. Ne? Oder? Ist das nicht da, wo der Wu-Guy angegriffen hat? Ja doch, das müsste hier irgendwo sein. Ich sehe bloß aus irgendeinem Grund seinen Drachen nicht mehr. Gibt's den nicht mehr? Och Mann, haben sie den, weil er uns nicht gut genug überrascht hat, haben sie den gefeuert oder was? Oh, das wäre ja traurig. Ja, da unten, da haben wir ja gegen den General Matsumoto gekämpft. Ja, doch, das ist die Stelle. Wollte bloß gerade gucken, ob ich vielleicht irgendwas verpasst habe, aber nein. Ja, die Nachtschwalben machen keinen sonderlich guten Job, würde ich mal meinen, ne? Gut, wo war jetzt das Fenster? Hier. Dann einmal wieder rein. Zack. Da niest jemand. Hallo Emma, ich war bei Ishin. Ihr habt euch also mit Ishin-sama getroffen? Ja, er hat mir gedankt. Für meinen Sieg über Genichiro. Ich verstehe. Ich hätte nie gedacht, dass Genichiro-sama so weit gehen und das ewige Sediment trinken würde. Ewiges Sediment? So nennen wir einen besonders stark konzentrierten Teil des ewigen Wassers. Ihr habt es sicher schon gesehen. Das ewige Sediment verleiht dem Fleisch große Widerstandskraft. Es lässt einen Treffern widerstehen, die normalerweise tödlich wären. Mein Mentor Dogen hat seine Verwendung gründlich studiert, aber seine ganze Arbeit, die Aufzeichnungen, Arzneimittel, einfach alles, wurde verbrannt und vernichtet. Ich weiß nicht wer, aber mir kam zu Ohren, dass einer der ranghohen Lehrlinge einen Teil davon retten konnte. Vermutlich Dojun. Habt ihr Kurusama nach seiner Meinung gefragt? Hab ich. Und? Wir haben beschlossen, die Fesseln der Unsterblichkeit zu durchtrennen. Ich verstehe. Ich danke euch für all eure Hilfe. Das klingt fast so, als wolltet ihr euch für immer von mir verabschieden. Ich habe die Befehle meines Herrn erfüllt und bleibe hier in der Burg. Ihr könnt mich jederzeit besuchen, wenn ihr mich sprechen wollt. Ich stehe euch gern als Ärztin zur Verfügung. Sehr schön. Okay, interessant. Also die Aufzeichnungen von Dogen über das ewige Wasser wurden also vernichtet. Außer die Dojin eventuell retten könnte. Vielleicht treffen wir den ja noch. Ich glaube, einen Kürbissamen habe ich keinen. Deswegen hast du noch was zu erzählen? Werter Wolf, es scheint, als zeichneten nun weniger Sorgenfalten eure Stirn. Bitte sorgt dafür, dass Kurosamas Wunsch, die Unsterblichkeit aufzuheben, in Erfüllung geht. Ich meine, wir haben zumindest Kuro erstmal gerettet. Klar, dass es weniger Sorgenfalten gibt, ne? Werter Wolf, es scheint, okay. Bitte sorgt. Ja, ja. Lebt wohl. So, da habe ich erstmal noch einen Zettel gesehen. Wolf, ich habe etwas gefunden. Die Bibliothek ist offen. Triff mich dort. Kuro. Was kann ich hier nochmal untersuchen? Das Rauchgefäß duftet schwach nach Sakura-Blumen. Sakura-Blumen, also einfach Kirschblüten oder was? Ach, guck mal, hier gibt es sogar noch ein Item. Magnetitschrott. Ah, das haben wir, glaube ich, schon mal gelesen, ne? Das ist das magnetische Erz. Hoppala, hier geht's gar nicht lang. Aber gut, noch ein bisschen was für die... Immer noch so viel Staub. Staub, ja gut, ist in der Bibliothek durchaus zu hören. Ist das nochmal das Gleiche? Wann seid ihr ah ja, ist nochmal. Ist nochmal das Gleiche über Genichiro. Hätte ja sein können, dass es was Neues gibt. So, Kuro, da bin ich. Dieser lästige Staub. Ich bin zurück. Oh, Wolf, du bist es. Hast du Ishin-sama getroffen? Das habe ich. Er sagte, die sterbliche Klinge. Sie könnte der Schlüssel zur Aufhebung der Unsterblichkeit sein. Die sterbliche Klinge. Ein Schwert, das die Macht hat, die Unsterblichen zu töten. Es befindet sich im Senpo-Tempel. Verstehe. Das hört sich vielversprechend an. Wie ihr sagt. Ich für meinen Teil habe nach Büchern mit Hinweisen auf den Duft der Urquelle gesucht. Anscheinend hat Takeru-sama wirklich einen Weg ins Reich der Götter gesucht.
Ich habe bislang eine relevante Information gefunden. Und zwar? Eine Blume. Okay, was für eine Blume. Frage ich erstmal nach der Blume. Der Sakura-Tropfen, den ich hier zeigen kann, ist der, den wir dem Schmetterling abgenommen haben. Nachdem wir sie getötet haben, haben wir ja nicht nur ihre Erinnerung bekommen, sondern auch einen Sakura-Tropfen bekommen. Was es mit dem auf sich hat, kommen wir mal gleich zu. Erstmal über die Blume. Eine Blume? Lies erst das hier. Okay, duftende Blume. Eine Notiz von Kudo, die von Takedo geschrieben wurde, dem ehemaligen göttlichen Erben des Drachenerbes. Einst sollen Verwandte von Tomoe den Urquellduft gesammelt und den Palast aufgesucht haben. Ein Schlüssel könnte dort sein, wo sich das ewige Wasser in den Tiefen sammelt, eine weiße und intensiv duftende Blume. Verwandte von Tomoe. Also Tomoe haben wir gehört, der Sensei, der Lehrer von Genichiro. Also kannte Takeru auch Tomoe. Interessant. Okay, die haben den Urquellduft gesammelt und haben den Palast aufgesucht. Interessant, okay. Dort sein, wo das ewige Wasser in den Tiefen sammelt. Und wo soll das sein? Was ist? Eine Hinterlassenschaft von Takeru-sama. Ich habe nach Informationen zum Urquellduft gesucht und wie er mit dem Reich der Götter in Verbindung steht. Es fließt Wasser von der Urquelle durch Ashina. Und das Buch spricht von einer weißen Blume, die dort wächst, wo das Wasser tief ist. Sie scheint ein Teil des Urquelldufts zu sein. Eine Stelle, wo das Urquellwasser tief ist. Vielleicht ein tiefes Tal. Ja, vielleicht meint er das versunkene Tal. Das Urquellwasser sollte dort hineinfließen. Wo ist dieses versunkene Tal? Jenseits des Waldes hinter der Burg. Tief im Wald gibt es einen Schrein, der weißen Schlange geweiht ist. Oh. Wie du dir denken kannst, liegt das versunkene Tal direkt darunter. Es gibt keinen richtigen Weg dorthin. Aber ein fähiger Mann wie du wird ihn finden. Okay. Ja, die weiße Schlange habe ich schon gesehen. Okay, und was ist mit diesem Sakura-Tropfen hier? Kurosama, das ist für euch. Ist das etwa... Es ist ein Sakura-Tropfen. Das ist... Wenn das unsterbliche Versprechen des Drachenerbes gebrochen wird, soll dies anstelle des Eides verbleiben. Glaubt ihr, Takedo-sama hat es zurückgelassen? Höchstwahrscheinlich. Wolf, wenn du es wünschst, kann ich diesen Sakura-Tropfen benutzen, um dir zu helfen. Also den hat er zurückgelassen, als quasi seine Unsterblichkeit gebrochen wurde. Interessant, alles klar. Okay, ja, dann bitte sehr. Wenn ihr so gütig wärt. Natürlich. Schließ deine Augen. Kuro-sama. Takedo-samas Drachenblut lebt mit dir weiter. Ich nehme es demütig an. Ja. Du kannst deine Augen wieder öffnen. Kuro-sama. Okay, also interessant. Also wenn der göttliche Erbe stirbt, dann lässt er quasi einen Teil seines Blutes zurück. Was natürlich dann bedeutet, dass damit das göttliche Erbe nicht wirklich durchbrochen ist, weil wer immer diesen Tropfen findet, kann dann theoretisch auch unsterblich werden. Wobei wir ja auch einen göttlichen Erben dafür brauchten, um den zu benutzen. Und was uns das jetzt bringt, wir haben jetzt eine dritte Sakura-Kugel, mit der wir wieder auferstehen können. Wir können also jetzt theoretisch dreimal wieder auferstehen. Das war ein Segen von Takeru-sama. Nutze ihn gut. Ja. Okay, so viel dazu. Ah, was ich fragen wollte. Hast du den Geruch bemerkt, den das Räuchergefäß noch verströmt? Ja, habe ich durchaus. Das habe ich. Der Geruch erinnerte mich an Sägemehl. Aber es roch auch schwach nach Sakura-Blumen. Oh, du hast das auch gerochen? Für mich hat es ziemlich nach Sakura-Blumen geduftet. Nur irgendwie anders. Was ist los, Wolf? Dieser Duft, er erinnert mich an etwas. Kennst du ihn etwa? Ich glaube schon. Ich erinnere mich nur nicht, woher. Jetzt, wo du es sagst? Emma-sama sagte, dass vor langer Zeit mal ein Sakura-Baum hinter der Burg stand. Vielleicht ist das ja eine Spur. Okay, da können wir ja mal mit ihr reden dafür. Sonst noch was? Ich muss herausfinden, was das Geheimnis des Dufts der Urquelle ist, damit wir das Reich der Götter erreichen können. Ich sage dir, was ich herausgefunden habe. Gut, und so lange können wir ja schon mal nach der sterblichen Klinge und nach dieser Blume suchen. Aber weißt du noch irgendwas über den Sakura-Baum? Der Duft im Räuchergefäß hat mich an einen Sakura-Baum erinnert. Aber es war keine normale Sakura-Blume. Vielleicht weiß Emma-sama etwas über den Sakura-Baum, der einst hinter der Burg stand. Okay, wir fragen mal.
Oh, da fällt mir ein. Noch was. Diese Tür mit den Umrissen eines Menschen. Ishin-sama hat es einmal als Abkürzung für Shinobi bezeichnet. Ich weiß nicht, wie sie funktioniert. Aber da er Shinobi erwähnte, weißt du es vielleicht. Ja, da können wir uns mal gleich drum kümmern. Jetzt erstmal, was ist das hier? Kanonenfestungsschreinschlüssel. Der Schlüssel zu einem Schrein in der Kanonenfestung. Das Tor hinter dem Götzenbild des Schreins kann geöffnet werden. Der Clan des versunkenen Tals schießt auf Fremde, die sich nähern. Die Kanonen der Schlangenaugen sind besonders schrecklich. Ihre besonderen Augen lassen sie leicht aus großer Entfernung treffen. Na, das wird ja spaßig. Hier können wir auch nochmal ein Fenster öffnen. Na, ich sehe jetzt nicht irgendwie den Sinn dahinter, um ehrlich zu sein. Gut, reden wir mal noch mit Emma ganz kurz über den Sakura-Baum. Ich weiß, wir reden gerade viel, aber dann haben wir das schon mal alles hinter uns und können uns beim nächsten Mal dann daran machen, die Blume und die sterbliche Klinge zu finden. Emma. Es gibt etwas, das ich euch gerne fragen würde. Und was wäre das? Der Sakura-Baum hinter der Burg. Ihr meint den immer blühenden Baum? Diesen Sakura-Baum hat Takeru-sama aus seiner Heimat mitgebracht. Es ist also ein Sakura-Baum aus dem Reich der Götter. Ja, er gibt uns einige Rätsel auf. Er hat dauerhaft geblüht, zu jeder Jahreszeit. Doch den immer blühenden Baum gibt es nicht mehr. Er ist einfach verwelkt. Warum? Jemand hat einen Zweig abgeschnitten. Und alle Blumen vom Baum gepflückt. Ohne seine Blumen konnte der immer blühende Baum nicht überleben. So war der ganze Baum verloren. Also ich vermute mal schon, dass Sie mit Blumen hier die ganze Zeit einfach nur die Blüten meinen, oder? Werter Wolf, es scheint... Okay, das hatten wir schon. Bitte sorg. Mal sehen, was Kudo dazu sagt. Oh, kann ich ihn nochmal... Wie gesagt, man muss ihn ab und an mal durchaus belauschen. Wann seid ihr? Oh, es ist wieder Genichiro. Vielleicht muss ich auch mal rasten dafür. Kann man eigentlich auch Emma belauschen? Nee, das wäre ja auch mal was. So, ja, der Sakura-Baum. Ich habe Emma-sama nach dem Sakura-Baum gefragt. Ach ja? Was hat sie gesagt? Diese Sakura-Blüte ist als immer blühender Baum bekannt. Takeru-sama hat sie aus dem Reich der Götter mitgebracht. Aber er ist verblüht und es gibt ihn nicht mehr. Ich verstehe. Aber man sagt, jemand habe einen Zweig des immer blühenden Baumes abgebrochen und mitgenommen. Hm... Wer würde so etwas tun? Was verloren ist, ist verloren. Einen gestohlenen Zweig finden? Wir haben ja keinerlei Spur. Sammeln wir zuerst alles für den Duft. Wie ihr wünscht. Okay, schauen wir mal. Ansonsten noch was? Ich muss herausfinden, was das Geheimnis des Dufts der Urquelle. Ja, ja. Ich sage dir, was... Okay, ansonsten gibt's nichts Neues mehr. Oh, da fällt mir ein... Noch was? Diese Tür mit den Umrissen eines Menschens. Ich weiß, aber da er... Okay, ja, ja, das mit den Umrissen, da kommen wir gleich mal zu. Ich raste nochmal ganz kurz. Wie gesagt, der Grund, warum ich das auch mit dem Belauschen ganz gerne die ganze Zeit mache, was ist... Ach, Drachenfäule Wiederherstellung. Der Grund, warum ich das die ganze Zeit auch immer mache mit dem Belauschen, ist, dass es tatsächlich wichtig wird im späteren Verlauf. Es ist nicht nur Nebeninformation. Wo ist er denn jetzt? Ach, jetzt steht er da drüben. Jetzt können wir ihn aber scheinbar nicht belauschen, hä? Hast du jetzt schon genug über die Sachen rausgefunden, oder wie? Ne, jetzt können wir ihn scheinbar nicht belauschen. Na gut, dann würde ich einfach mal sagen, nutzen wir mal diese Umrisse hier und gucken mal, wo diese Tür uns hinführt. Die kennen wir ja schon. Oder so eine Tür haben wir ja zumindest schon mal gesehen. Zack. Und gucken mal, wo wir hier rauskommen. Denn wir kommen hier, ja, wieder am Maroden Tempel hinaus. Sehr schön. Da sind wir wieder hier. Hat der gute Mann uns noch was zu sagen jetzt? Oh, du bist hier? Brauchst du etwas? Ihr habt ihn gerettet. Was? Den göttlichen Erben. Das hat nichts mit mir zu tun. Nein. Ich danke euch. Der Schatten in deinen Augen. Er ist etwas heller geworden. Was? Aber egal. Brauchst du etwas? Na, können wir noch ein bisschen reden? Götzen sind alles, was ich schnitzen kann. Aber alle Buddhas, die mir das Holz zeigt, haben zornige Gesichter. Und ich kann nur schnitzen, was ich sehe. Okay, das ist auf jeden Fall was Neues. Ich bin völlig ausgetrocknet. Könnte eine Tasse Tee gebrauchen. Ah, ich habe blöderweise keinen mehr. Götzen sind alles, was ich schnabber haben und ich... Ach, wir können gar nicht mehr mit ihm reden, oder wie? Ich bin
völlig ausgedrückt. Ach so, ja, er gibt ja... Aber ich bin sicher, dass das Schicksal ist. Bitte was? Das war was Neues. Ich habe den Weg des Shinobi verlassen. Aber ich konnte mich nicht von dieser Shinobi-Prothese trennen, so sehr ich es auch versucht habe. Ich hätte nie gedacht, dass jemand wie ich jemanden retten würde, der seinen Arm so wie du verloren hat. Ich bin sicher, dass das Schicksal ist. Ich finde es irgendwie, ich muss ehrlich sagen, ich finde das, fand ich schon immer in den Souls-Spielen seltsam, aber in Sekiro haben sie es echt noch übertrieben, wo man teilweise wirklich erst Informationen bekommt, wenn man fünfmal noch die gleiche Sache immer wieder belabert hat. Götzen sind okay. Aber das ist jetzt, ja, das ist jetzt aber wirklich das Gleiche wieder, oder? Okay, können wir das Prothesenmodul? Ich glaube, wir haben zu wenig Geld. Warum willst du eigentlich Geld dafür, mein Freund? Kannst du mir nicht einfach so helfen? Naja, gut. Die Rabenfedern sind jetzt irgendwie nicht so der Hammer. Gucken wir mal. Gucken wir mal später. Ein andermal. Ja. Du findest hier jederzeit Zuflucht. Ich wollte gerade sagen, es ergibt durchaus Sinn, dass wir ihn nicht nochmal oder dass wir ihn nicht weiter auf die alten Sachen ansprechen können, da wir ja Kudo inzwischen gerettet haben. Aber wie gesagt, dass es da so viele unterschiedliche Sachen noch gibt, die man bei ihm tatsächlich noch rausfinden kann, finde ich dann schon wieder irgendwie sehr interessant. Okay, dann du, mein Freund, hast du ein paar Informationen für mich? Seid gegrüßt, wollt ihr Hast du noch was zu reden? Seid gegrüßt, mein Freund. Wenn ihr zur Ashinaburg geht, seht euch vor. Das hatten wir schon. Ich war für So, hast du irgendwas? Du hast Tropfen Drachenblut. Die Sachen haben wir... Ah ja, stimmt, der hat noch den Kürbissamen, den muss ich mal kaufen. Bis zum nächsten... Alles klar. Gut, aber die Folge war lang. Das hat jetzt erstmal soweit alles funktioniert hier. Wir haben jetzt Kudo gerettet, wir haben unseren neuen Auftrag und ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir mal gucken, dass wir hier unten mal noch ein bisschen uns weiter umsehen. Da hatte ich ja gesagt, da wollen wir uns weiter umsehen, sobald wir Kudo gerettet haben. Das ist jetzt passiert. Das heißt, beim nächsten Mal gucken wir mal da und dann suchen wir mal, dass wir einerseits den Senpo-Tempel finden und zum anderen diesen Schrein für den Schlangengott. Auch wenn ich dem nicht unbedingt nochmal begegnen möchte. Und schauen mal, ob wir die Blume und das Schwert finden können, das die sterbliche Klinge. Aber das alles erst in der nächsten Folge von Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Bis dahin. Ciao.